Friendzone vermeiden als Mann. Mit diesen drei Tipps wirst du es schaffen, in Zukunft die Friendzone zu vermeiden und die Frau für dich zu begeistern. Hi, mein Name ist Andreas Lorenz und ich bekomme so oft eine E-Mail, wo drinnen steht, ja, ich kenne da eine Frau oder ich habe letztens eine Frau gedatet und dann hat sie zu mir diesen einen vernichtenden Satz gesagt. Lass uns Freunde bleiben. Dann wundern sich die Männer, ja, warum klappt's denn nicht? Wie kann ich denn diese Friendzone vermeiden? Wie kann ich es schaffen als Mann, dass sie mich gut findet, dass sie mich will? An der Stelle möchte ich dir drei Tipps mit auf den Weg geben, beziehungsweise auch Fehlverhalten aufzeigen, die du tunlichst vermeiden solltest. Und das erste ist, und da möchte ich dir einfach mal eine Situation vorstellen, vielleicht erkennst du dich daran auch wieder, dass du zum Beispiel eine Frau kennengelernt hast. Du hast sie im Club angesprochen, im Alltag oder hast vielleicht auch schon ein Date mit ihr. Was du machst ist, dass du im Gespräch mit ihr eine Konversation führst, die fernab ist von einem Flirt, sondern was du tust, ist, mit ihr ein seriöses Gespräch zu führen, ein Interview sozusagen. Du fragst sie, was sie so macht, wo sie herkommt und so weiter und so fort und es entsteht kein Prickeln, es entsteht keine Emotion. Wenn du mit einer Frau auf einer reinen rationalen Ebene bleibst, dann wird sie nie ein Gefühl für dich verbinden und Gefühle braucht sie, damit sie sich in dich verlieben kann. Denn wenn du eine Frau fragst, warum sie mit einem Mann zusammen ist, dann antwortet sie in den meisten Fällen, weil ich mich gut fühle bei ihm. Aber wenn du nur mit ihr so sprichst wie mit deinem besten Kumpel, weil du ihr erzählst, ja, ich war letztens in der Werkstatt und da habe ich dann mein Auto repariert oder du warst irgendwo anders und hast dann in dem Wettbüro gewettet, wer jetzt das Rennen macht, ja, bei Formel 1 und dann erzählst du ihr solche Geschichten, ja, denkst du, dass sie sich dann in dich verlieben wird und sagen wird, ach, du bist so ein toller Typ, du kannst Autos reparieren, ich glaube, du bist der Mann meines Lebens. Ja, natürlich wird das nicht passieren. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du die Friendzone vermeiden willst, dass du Emotionen bei ihr wächst. Das Thema ist natürlich super komplex, denn es geht ja darum, dass du im Gespräch Humor einfließen lässt, dass du sie mal zum Lachen bringst, dass du sie herausforderst, dass du Anziehung kreierst. Das ist jetzt ein Thema, das können wir jetzt in diesem Video nicht so umfassend besprechen. Aber nur damit du einfach verstanden hast, dass es einfach darum geht, Emotionen aufzubauen. Wenn dich das Thema interessiert, wo du dir denkst, hey, ich möchte gerne dazu mehr erfahren zum Thema Anziehung erzeugen etc., dann würde ich sagen, nimm einfach teil, hier oben rechts mache ich eine Abstimmung, damit ich einfach weiß, ob da Interesse besteht oder nicht. Und wenn ihr das interessant findet, dann drehe ich natürlich ein Video für euch. Als zweiten Tipp solltest du dringend dein Interesse kommunizieren und nicht verbal kommunizieren, sondern nonverbal. Das ist ganz wichtig. Die meisten Männer, die in der Friendzone landen, das liegt einfach auch daran, nicht nur, weil sie ein seriöses Gespräch führen und die Frau dann kein Gefühl für sie verbindet, sondern es liegt auch zum anderen Teil daran, weil diese Männer nicht in der Lage sind, ihr zu zeigen, dass sie sie gut finden. Denn es ist halt so, dass wir Männer irgendwie unsicher sind, können wir sie küssen, kann ich zum nächsten Schritt übergehen und wir wollen sie nicht überrumpeln. Was dann passiert ist, dass wir irgendwann darauf hoffen, auf dieses Zeitfenster. Bloß dieses Zeitfenster wird es nie geben und selbst wenn es das mal gibt, dann wirst du es wahrscheinlich nicht erkennen. Und dann spielst du ein Spiel auf sicherem Boden. Die Sache ist die, dass du einfach Angst hast, einen Korb zu riskieren. Aber das musst du nun mal bereit sein zu gehen. Du musst den Kuss wagen, du musst ihr näher kommen, du musst ihr zeigen, ich finde dich toll, ich will dich gerne für mich begeistern. Wenn du der Frau nicht zeigst, dass du sie küssen willst, dass du sie nicht berühren willst, dass du ihr nicht näher kommen willst, ja natürlich denkt sich die Frau dann auch irgendwann, ja der Typ, der will einfach nur Freundschaft, der hat gar kein Interesse an mir, obwohl dem nicht so ist. Und das ist eben so wichtig, dass du dir denkst, okay, alles klar, ich finde die Frau toll, ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen und wenn sie dann im Nachgang sagt, hey, sorry, ist einfach nicht, ich habe da nicht so das Gefühl, dass ich mich auf dich einlassen kann, dann musst du damit cool sein. Das gehört nun mal dazu. Das macht einen starken Typ nun mal aus. Du kannst nicht jede Frau haben und das ist vollkommen okay. Ich kann auch nicht jede Frau haben. Das ist
vollkommen in Ordnung. Aber es ist einfach wichtig, dass du der Frau zeigst, dass du sie willst. Weil wenn du das nicht tust und dann jahrelang hinterher rennst, dann bist du im Endeffekt nur jemand, der darauf wartet, bis sich diese Situation ergibt. Aber die wird sich ja nie ergeben. Du wirst immer in dieser Friendzone bleiben. Deswegen ist mein zweiter Appell an dich, kommuniziere aufrichtiges sexuelles Interesse. Und das im besten Fall durch nonverbale Kommunikation, also durch deine Körpersprache, indem du auch zum Beispiel ihre Hand mal nimmst und schaust, wie sie reagiert, oder indem du zum Kuss ansetzt. Das ist super wichtig, damit die Frau weiß, woran sie ist und du dann auch für dich erkennen kannst, ob das Ganze nicht eine Zeitverschwendung ist, weil die Frau sich denkt, naja, wir sind halt befreundet, aber mehr ist halt nicht, oder ob du vielleicht sogar die Chance hast, mit ihr dann zusammenzukommen. Der dritte Tipp ist etwas, was viele Männer machen, wenn sie merken, oh, jetzt wird's kritisch. Gerade wenn sie eine Frau toll finden und sie merken, dass diese Frau andere Männer datet, dann kommen sie zu dem Punkt, wo sie sagen, oh Gott, ich könnte sie jetzt verlieren an einen anderen Mann, also was tue ich? Ich gestehe ihr meine Gefühle. Und das ist etwas, was du niemals, wirklich niemals tun solltest, einfach aus dem Grund, weil du bei ihr Druck erzeugst. Druck ist ein negatives Gefühl und ein negatives Gefühl sorgt dafür, dass du sie in die Flucht schlägst. Denn es ist ja einfach so, wenn du mehr empfindest als sie, dann wird das nicht funktionieren. Da kannst du dir noch so viele romantische Videos anschauen, Titanic und so weiter. Das ist zwar alles schöne Romanze, aber in der Realität sieht's anders aus. Denn was du machst, ist bei ihr die Pistole auf die Brust zu setzen. Du sagst zu ihr, hey, ich habe mich in dich verliebt und ich möchte mit dir zusammen sein. Sie sagt aber, wow, ich habe aber diese Gefühle nicht für dich und das geht mir jetzt irgendwie zu schnell und ich will dir auch keine falschen Hoffnungen machen, also lass uns lieber Freunde bleiben. Genau das entsteht dadurch. Du baust bei ihr Druck auf. Du kannst nur dann deine Gefühle ihr gegenüber äußern, wenn sie auch so weit ist. Und das funktioniert einfach nicht, denn wir bauen ja alles peu à peu auf. Ja? Wir haben unser erstes Date, dann küssen wir uns, wir kommen uns näher, haben einfach eine längere Zeit, die wir zusammen verbringen und erst dann entstehen Gefühle. Und du kannst nicht etwas äußern, was die meisten erst nach ein paar Monaten machen. Das kannst du einfach nicht tun, weil das erzeugt Druck und damit führst du sie in die Enge. Und das willst du nicht. Deswegen ist mein Appell an dich, gestehe ihr niemals deine Gefühle. Vor allem nicht, wenn ihr nicht in einer Beziehung seid. Sondern stattdessen solltest du dich auf den ersten und zweiten Tipp fokussieren, weil wenn du diese zwei Sachen umsetzt, dann bist du schon viel weiter als die meisten, die einfach nur warten und hoffen, dass sie irgendwann diesen tollen Typen in dich sieht und sich in dich verlieben wird. Die Sache ist, das wird so gut wie nie passieren, denn die Frau wirst du erst dann erobern, wenn du bei ihr Emotionen erzeugst, wenn du ihr näher kommst. Solange das nicht gegeben ist, wirst du weiterhin in der Friendzone bleiben. Ich hoffe, dass ich mit diesen drei Tipps so ein bisschen einen Weckruf in dir wecken konnte, denn letzten Endes ist es das, was ich so oft zu hören bekomme und ich dachte, ich muss das jetzt einfach mal loswerden, weil letzten Endes bringt es die Männer nicht vorwärts, die Frauen auch nicht, die Frau sieht dich als Freund, du hast aber eine andere Erwartungshaltung, bist dann auch öfters verletzt, weil sie dann andere Männer datet und dir vielleicht dann auch davon erzählt und du dann irgendwann hoffst, es klappt, aber es wird halt eben nie dazu kommen und deswegen halte dich an diese drei Tipps, damit du die Friendzone für immer vermeiden kannst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg, mach's gut, ciao!